Willkommen. Das Stichwort, das uns der Prüfer in der mündlichen Prüfung gibt, heißt Sammelbewertung. Und damit sehen wir schon, wir sind im Bereich der Bilanzierung. Man kann auch sagen, wir sind im Bereich Rechnungswesen. Man kann auch sagen, wir sind im Jahresabschluss. Wir sind im dritten Buch HGB, könnte man auch sagen. Und wir sind bei der Bewertung der Vorräte. Und der Grundsatz der Bewertung ist ja, Grundsatz, um etwas zu bewerten in der Bilanz, ist ja die Einzelbewertung. So, und von dieser Einzelbewertung kann man abweichen. Ja, die Sammelbewertung ist eine Abweichung vom Grundsatz. Und das ist erlaubt. Ja, der 252 im HGB, schauen wir da noch mal kurz rein. Hier ist er, 252, wir sind im dritten Buch HGB im Handelsgesetzbuch. 252, zwei Absätze, Absatz 1, Absatz 2. Absatz 1 hat hier eine Durchnummerierung bis sechstens. Und da heißt es in Nummer 3, 252, Absatz 1, Nummer 3, die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Der Grundsatz der Einzelbewertung. Und im Absatz 2 heißt es, dass in begründeten Ausnahmefällen davon abgewichen werden kann. Ausnahmefälle und begründet. Und es gibt tatsächlich ganz konkrete Fälle, die sogar im Gesetz genannt sind, wo man von diesem Grundsatz abweichen kann. Und die Sammelbewertung ist eine solche Abweichung und das ist geregelt im 256. Schauen wir auch da kurz rein. Hier ist der 256 im dritten Buch im HGB. Bewertungsvereinfachungsverfahren. Es geht also um eine Hilfe. Der Kaufmann darf hier bei seiner Bewertung einfacher vorgehen und vom Grundsatz der Einzelbewertung abweichen. Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, genau da sind wir, unterstellt werden, dass die zuerst oder dass die zuletzt angeschafften und hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. So, und das wollen wir uns jetzt mal übersetzen. Also Abweichung vom Grundsatz, zum Beispiel Paragraph 256 HGB, genau da sind wir jetzt. Und das ist eine Bewertungsvereinfachung. Und zwar für gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens. Für gleichartige Vorräte. Für gleichartige Vorräte dürfen wir eine Bewertungsvereinfachung vornehmen. Und zwar dergestalt, dass wir eine bestimmte Verbrauchsfolge unterstellen dürfen. Ja, man nennt diese Sammelwertung auch genannt Verbrauchsfolgeverfahren. Eigentlich ist auch das nicht korrekt, sondern es müsste eigentlich heißen Unterstellung der Verbrauchsfolge. Man unterstellt eine bestimmte Reihenfolge, wie Vorräte aufgefüllt und wie dann wieder entnommen wird. Das ist hier gemeint. Wie wird aufgefüllt? Wann wird von wo entnommen? Und wie ist das zu bewerten, was übrig ist? Und die beiden gängigen Unterstellungen für die Verbrauchsfolge ist das LIFO-Verfahren und das FIFO-Verfahren.
stellen wir uns wieder ein großes Fass vor mit Schrauben. Wir lagern unsere Schrauben in einem großen Fass. Und jetzt können wir für die Entnahme der Schrauben aus diesem Fass grundsätzlich zwei Dinge unterstellen. Entweder ich greife von oben immer die Schrauben ab, dann wäre ich bei Last in, First out. LIFO ist Last in, also zuletzt reingekommene Schraube. First out geht auch sofort wieder raus in die Produktion. Oder ich unterstelle, was wirklich passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich unterstelle eine Verbrauchsfolge. Oder an die Stelle First in, First out. Das heißt, bei FIFO greife ich tief in das Fass und nehme die Schrauben, die da unten liegen, denn das sind die, die zuerst reingekommen sind. Und bei LIFO greife ich oben die Schrauben ab, die oben liegen. Das sind nämlich die, die zuletzt reingekommen sind. So, was soll das alles? Nun, das macht einen Unterschied, wenn die Schraubenpreise steigen. Wenn die Schraubenpreise steigen, kriege ich bei LIFO und bei FIFO eine unterschiedliche Bewertung des Fasses. Und das müssen wir uns nochmal klar machen. Wenn wir also ganz tief in das Fass greifen und die Schrauben entnehmen für die Produktion, die zuerst eingefüllt wurden in das Fass, also First in, First out machen, dann sind logischerweise am Ende unserer Abrechnungsperiode, wenn wir bewerten, wenn wir das Fass jetzt bewerten, sind da noch drin die Schrauben, die später reingekommen sind. Das ist die Folge von First in, First out. Die billigeren Schrauben, die wir preisgünstiger eingekauft haben, haben wir auch durch unser Greifen tief in das Fass zuerst entnommen. Also sind im Fass noch die später eingefüllten teureren Schrauben. Ja, also FIFO, höhere Bewertung bei steigenden Preisen. Ja, bei steigenden Preisen für diese Vorräte, in meinem Beispiel Schrauben. Und bei LIFO haben wir eine niedrigere Bewertung bei steigenden Preisen. Ja, wir greifen nämlich immer die zuletzt eingefüllten Schrauben, greifen wir sofort wieder ab, verbrauchen sie in der Produktion. Also sind am Ende des Jahres sind im Fass die Schrauben, die immer unten lagen, und das sind die, die günstiger eingekauft wurden. Kriegen wir also insgesamt für unser Fass mit den Schrauben, kriegen wir insgesamt einen niedrigeren Wert raus, schreiben einen niedrigeren Wert in die Bilanz, als wenn wir das FIFO-Verfahren verwendeten. So, jetzt gilt natürlich auch für so etwas die sogenannte Bewertungsstetigkeit. Ja, wir haben also nicht nur den Grundsatz der Einzelbewertung, von dem wir abweichen. Ne? Hier ist es eine Abweichung von diesem Grundsatz. Wir dürfen eine bestimmte Verbrauchsfolge unterstellen, unabhängig von dem, was in der Realität passiert. Aber wir haben auch den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Was wiederum bedeutet, schauen wir auch hier nochmal ins Gesetz. Wo sind wir? Wir sind wieder im 252, im dritten Buch HGB. Und zwar steht hier in Nummer 6, die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Das heißt, wenn ich im letzten Jahr, am Ende des letzten Jahres FIFO gemacht habe, sollte ich diesmal auch FIFO anwenden. Es sei denn, ich habe hier den begründeten Ausnahmefall. Na, dann kann ich abweichen von diesen 6 Nummern hier. Von jedem der 6, wenn ich den begründeten Ausnahmefall habe. Aber die Idee des Gesetzgebers ist, dass wir die Bewertungsmethode beibehalten.
Das nennt man Bewertungsstetigkeit. Das heißt, nicht gewünscht ist, dass man je nachdem, wie es mir passt, LIFO oder FIFO anwende. Will ich eine höhere Bewertung in der Bilanz, weil ich vielleicht das Unternehmen verkaufen will und will, dass das alles ein bisschen besser aussieht, und ich habe vorher immer FIFO gemacht, wechsle jetzt auf LIFO, dann ist das nicht das, was der Gesetzgeber will. Wenn ich aber immer LIFO gemacht habe, kann ich LIFO beibehalten. Aber wenn ich immer FIFO gemacht habe, dann sollte ich das auch beibehalten und nicht, weil es mir jetzt besser in den Kram passt, auf LIFO wechseln. Das ist gemeint hier. Also das ist der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Und das finden wir im Paragraph 252 Absatz 1 Nummer 6. Der gilt hier auch, wenn ich das über einen längeren Zeitraum betrachte. Gut, das ist das, was man über Sammelbewertung wissen muss und wenn der Prüfer uns das Stichwort gibt, das, was man draus machen kann. Alles Gute, Marius Ebert.